Du hast gewonnen, Markus. Ich mache, was du willst. Aber bitte hol Emilio da raus. Natürlich, Lisa. Du weißt aber, was das bedeutet, oder? Ab morgen bist du wieder meine Freundin. Ja, ich weiß. Nur sorg dafür, dass Emilio wieder nach Hause kommt. Okay, morgen hast du einen Probetag. Wenn du dich gut verhältst, hole ich Emilio aus dem Gefängnis. Okay, ich gebe mir Mühe. Ich will nicht mit Markus zusammen sein. Er widert mich an. Aber ich muss es tun, für Emilio. Er ist viel zu lieb. Er wird im Gefängnis nicht lange überleben. Emilio, kannst du mich hören? Wo bin ich? Du bist auf der Krankenstation. Was ist passiert? Du bist in eine Schlägerei geraten. Wie es aussieht, hast du verloren. Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist normal. Du hast eine Gehirnerschütterung. Wie geht es jetzt weiter? Du bleibst noch einen Tag hier. Morgen musst du wieder zurück in deine Zelle. Ich will nicht zurück. Ich hab Angst. Sorry, Kleiner. Das ist nicht meine Entscheidung. Wie war es im Gefängnis? Nicht gut. Ich durfte Emilio nicht sehen. Warum nicht? Er ist verletzt. Anscheinend hat er sich mit zwei anderen geprügelt. Das klingt nicht nach Emilio. Ja, und es wird noch schlimmer. Wie soll es denn noch schlimmer werden? Markus hat die Anzeige gemacht. Emilio ist wegen ihm im Gefängnis. Die Anzeige ist von Markus? Ja, und er lässt sie nur unter einer Bedingung fallen. Ich muss wieder mit ihm zusammen sein. Alles läuft nach Plan. Morgen ist dieser wieder mit mir zusammen. Dann ist endlich alles wieder normal. Du hast verloren, Emilio. Einen Tag später. Wer schreibt mir so früh Nachrichten? Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, Markus. Wie bitte? Ich glaube, du hast etwas vergessen. Guten Morgen, mein Schatz. Na, geht doch. Möchtest du herkommen? Wir können einen Film schauen. Ehrlich gesagt habe ich heute viel zu tun. Ich habe wenig Zeit. Was hast du gerade gesagt? Für seinen Freund sollte man immer Zeit haben. Denk an Emilio, Lisa. Ja, du hast recht. Natürlich habe ich Zeit für dich. Wann soll ich da sein? Am besten so schnell wie möglich. Okay, ich fahre gleich los. Beeil dich bitte, ich vermisse dich jetzt schon. Okay, bis gleich, Markus. Hoffentlich überstehe ich diesen Tag irgendwie. Ich muss mir Mühe geben. Ansonsten merkt Markus, dass ich ihn nicht mag. Für Emilio muss ich jetzt stark sein. Auch wenn ich keine Lust habe. Es ist soweit, Emilio. Du musst jetzt zurück in deine Zelle. Was? Wenn die mich wieder verprügeln? Dann kommst du wieder her. Ich will nicht zurück. Bitte beschützen Sie mich. Ich kann nichts mehr für dich tun. Sorry. Entweder du gehst freiwillig oder ich muss die Wache helfen. Okay, ich gehe freiwillig. Na, wie war das beim Arzt? Warum hast du das getan? Weil du denkst, dass du unschuldig bist. Du hältst dich für etwas Besseres. Falsch gedacht. Du bist genauso wie alle anderen hier auch. Bald komme ich hier raus und du verrottest weiter hier drinnen. Das denken alle. Am Ende sind sie länger hier. Das wirst du schon sehen. Hier wohnt Markus. Ich muss den Tag irgendwie überstehen. Es muss Lisa sein. Endlich ist sie da. Hallo Lisa. Hey Markus, alles klar? Warum ziehst du sein Gesicht? Freust du dich etwa nicht, hier zu sein? Doch, natürlich freue ich mich. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Sehr gut, das wollte ich hören. Komm, gehen wir ins Wohnzimmer. Wir können einen Film zusammen schauen. Nichts lieber als das. Es gibt einen neuen Film von Like Germans. Wollen wir uns den anschauen? Okay, warum nicht? Ich kenne ihn, er ist sehr romantisch. Okay, super. Siehst du, die beiden küssen sich gleich beim ersten Date. Ja, das ist echt romantisch. Oh nein, Markus will mich küssen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich wusste es. Du willst nicht mit mir zusammen sein. Du hast nur so getan. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin gerne mit dir zusammen. Warum willst du da nicht mit mir kuscheln? Ich kuschel einfach nicht so gerne. Das stimmt nicht. Ich kenne dich.
Du liebst es zu kuscheln. Ja, aber nicht mit dir. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Nein, das hast du nicht. Du bist einfach nur ekelhaft, Markus. Ich werde nie wieder mit dir zusammen sein. Wie du willst, Lisa. Du weißt, was das bedeutet. Viel Spaß mit deinem Freund im Gefängnis. Immer noch besser, als mit dir zusammen zu sein. So etwas lasse ich mir nicht bieten. Ich halte keine Sekunde länger mit Markus aus. Ich fahre jetzt zu Emilio. Es muss eine andere Lösung geben. Hey, 237, du hast Besuch. Schon wieder? Wer ist es diesmal? Deine Freundin ist hier. Lisa ist da? Ja, sie wartet hinten auf dich. Ich will nicht, dass sie mich so sieht. Das war keine Frage. Du gehst jetzt darüber, kapiert? Hallo, Lisa. Emilio, was ist passiert? Ich bin vom Bett gefallen. Es sieht eher so aus, als hätte jemand dich verprügelt. Bitte geh wieder. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Was ist passiert? Der Typ, mit dem ich mir eine Zelle teile, hat mich gehauen. Ich muss irgendwie hier raus. Keine Ahnung, wie lange ich hier noch durchhalte. Ich hol dich hier raus, Emilio. Das verspreche ich dir. Ich glaube, du sollst mich einfach vergessen, Lisa. Das ist für uns alle das Beste. Auf keinen Fall. Ich werde nicht zulassen, dass Markus alles zerstört. Markus steckt dahinter? Ja, die Anzeige ist von ihm. Warum macht er das? Er will, dass ich wieder mit ihm zusammen bin. Das darfst du nicht tun, Lisa. Lieber bleibe ich für immer hier drin. Der Prozess ist schon morgen. Ich werde durchhalten. Das verspreche ich dir. Deine Zeit ist vorbei, Kleiner. Ab in die Zelle mit dir. Wir sehen uns morgen beim Gericht, Lisa. Was soll ich jetzt machen? Ich kann Emilio nicht einfach da drin lassen. Aber mit Markus zusammen sein ist auch keine Option. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Ich weiß, was ich mache. Der Plan ist perfekt. Als erstes muss ich nach Hause. Wo warst du die ganze Zeit, Lisa? Ich war kurz bei Markus und dann bei Emilio. Geht es Emilio gut? Nein, aber ich werde ihn da rausholen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich hübsch machen. Der Plan funktioniert nur, wenn Markus mir noch eine Chance gibt. Das wird Markus gefallen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich muss jetzt los. Ich darf keine Zeit verlieren. Wer ist das denn? Ich habe niemanden eingeladen. Lisa, was machst du denn hier? Warum siehst du so heiß aus? Ich bin für dich hier, Süßer. Wirklich? Du bist für mich hergekommen? Na klar, für wen denn sonst? Okay, und was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir schauen zusammen einen Film und kuscheln die ganze Zeit. Was hältst du davon? Das klingt super. Lass uns direkt anfangen. Wollen wir den gleichen Film schauen wie vorhin? Ja, am besten den romantischsten, den es gibt. Ich weiß nicht, was genau an dir anders ist, aber es gefällt mir. Das ist die Szene, wo die beiden sich küssen, oder? Ja, ich glaube schon. Wieso fragst du? Ach, einfach so. Lisa will kuscheln. Ich glaube, sie mag mich wirklich wieder. Ein paar Stunden später. Das war wirklich ein schöner Abend, Lisa. Ja, finde ich auch. Lass uns das gleich morgen Abend wiederholen. Ich bin dabei. Morgen ist auch der Prozess, oder? Ja, morgen in der Früh. Wieso? Ach, einfach nur so. Wir sehen uns dann morgen, Schatz. Bis morgen, Liebling. Das war sehr gut. Ich habe jede Sekunde davon gehasst. Jetzt muss ich nur noch einen Tag warten. Morgen kommt Emilia aus dem Gefängnis. Danach überlege ich mir etwas für Markus. Vielleicht spucke ich ihm ins Gesicht oder ich pupse in sein Kopfkissen. Meine Rache wird süß. Was ist denn mit dir passiert? Ist dein Topf voller Make-up gefallen? Nein, ich war nur kurz bei Markus. Ich dachte, du magst Markus nicht mehr. Ja, aber ich musste kurz etwas tun. Jetzt ist es vorbei. Ich möchte nicht, dass du so rausgehst. Das mache ich nicht mehr. Versprochen. Braves Mädchen. Ich gehe jetzt schlafen. Morgen wird ein langer Tag. Okay, Lisa. Bis morgen. Einen Tag später.
Heute ist es endlich soweit. Emilio kommt aus dem Gefängnis raus. Ich ziehe mich gleich an und fahre zum Gericht. Ich kann es kaum erwarten. Gleich sind Emilio und ich wieder zusammen. Markus wird seinen Augen nicht trauen. Er hat es nicht anders verdient. Das bekommt man davon, wenn man Leute erpresst. Hier bin ich richtig. In ein paar Minuten beginnt der Prozess. Lisa, was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Doch, ich will bei dir sein. Außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Du hast doch nicht etwa auf Markus gehört, oder? Das wäre schlimmer als jede andere Strafe. Nein, ich habe eine andere Lösung gefunden. Vertrau mir, du wirst heute freigesprochen. Wir müssen jetzt los. Der Prozess fängt gleich an. Okay, Lisa, wir sehen uns drinnen. Du setzt dich dahin. Dein Opfer kommt gleich. Wann darf ich meine Aussage machen? Das sagte der Richter. Markus, wer ist das? Das ist mein Anwalt. Aber du willst deine Anzeige doch zurückziehen. Wofür brauchst du einen Anwalt? Vor Gericht brauchst du immer einen Anwalt. Wir müssen jetzt da rein. Der Prozess fängt gleich an. Wir treffen uns heute im Fall Markus Müller gegen Emilio Pesto. Als erstes hören wir die Aussage von Markus Müller. Ich muss ein Geständnis machen. Okay, wir hören dir zu. Emilio hat mich nicht verprügelt. Was willst du damit sagen? War deine Anzeige eine Lüge? Emilio hat mich nicht verprügelt. Jedenfalls nicht zum ersten Mal. Das ist öfters passiert. Ja, in der Schule. Schon ein paar Mal. In dem Video können Sie es sehen. Das ist eine Lüge. Ich habe Markus in der Schule nicht angerührt. Auf dem Video sieht es anders aus. Wir möchten gerne einen Zeugen holen. Sein Name ist Dr. Haus. Er ist der Arzt von Markus. Markus hat schwere Verletzungen. Ein paar davon werden nie richtig verheilen. Das kann ich als Arzt bestätigen. Der Typ ist nicht einmal Arzt. Ich habe genug gehört. Emilio bekommt die Höchststrafe. Er kommt für 10 Jahre ins Gefängnis. Nein. Es tut mir leid, Emilio. Ich habe alles versucht. Schon okay, Lisa. Hauptsache, du bist nicht mit Markus zusammen. Du kommst ja zurück in deine Zelle. Mach's gut, Lisa. Wir sehen uns in 10 Jahren. Das wird Markus noch bereuen. Du hast mich angelogen. Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Nein, Lisa, du hast mich angelogen. Dachtest du echt, ich durchschaue dich nicht? Dein Schauspiel war gut, aber nicht gut genug. Bitte, Markus, ich flehe dich an. Lass Emilio nicht im Gefängnis. Ich habe dir genug Chancen gegeben. Jetzt wirst du bestraft. Vielleicht verliebst du dich ja dann wieder in mich. Frage an euch. Wie lange muss Emilio ins Gefängnis? A. 3 Jahre. B. 5 Jahre. Oder C. 10 Jahre. Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.